Vom Aufsteiger zum Jäger. Und jetzt wollen Fabian Gerber und Rot-Weiß Erfurt am liebsten nur noch die Gejagten in der Regionalliga Nordost sein. Meusewitz sicher kein Jäger, was die Tabellenspitze betrifft. Aber mit 5 Siegen aus den letzten 7 Spielen richtig on fire. 7. Minute, Ecke für Meusewitz, Kadric und Trübenbach. Erste Chance für die Gäste, Andi Trübenbach, Topscorer beim ZFC. 6 Tore, 3 Vorlagen. Erfurts Schwarz verlängert, unfreiwillig direkt vor die Füße von Trübenbach. Und dann ist es Starzew, der vor der eigenen Torlinie rettet. Meusewitz sehr unangenehm. Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte. Dann kann sich Erfurt mal befreien mit Starzew und dem langen Ball Richtung Mergel. Der stellt den Körper rein. Einfach vorbei an Bock, Arthur Mergel und Justin Fietz. Fabian Gerber merkte, es ist alles andere als ein leichter Ritt in diesem kleinen Thüringen-Derby. 33. Minute. Freistoß Mergel und dann Hairola. Beide haben getroffen beim kuriosen 4:3-Sieg in Lichtenberg. Mergel und Hairola am letzten Wochenende. Hairola hier völlig frei. Muster mehr draus machen. Fietz wieder im Kasten des ZFC. Klasse Leistung beim deutlichen 4:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Germania Halberstadt. 37. Minute. Ecke Seidemann und den Chor. Völlig frei mit dem Kopfball. Er hatte ja in der 89. Minute gegen Lichtenberg zum 4:3 eingeköpft. Schon 3 Saisontore auf dem Konto. Halbzeit, 4000 Zuschauer im Steigerwaldstadion sahen gleich wieder eine Ecke reinfliegen. Kurz nach dem Seitenwechsel wieder ein Chor, der Unruhe herrscht. Aber auch Meusewitz nach Standards gefährlich. Andere Seite, das ist Luca Bürger. Der hat getroffen gegen Halberstadt. Und jetzt Stenzel im Rückraum. Heiko Weber und sein Team haben sich rausgearbeitet aus dem Dickicht der Liga und wollten RWE im eigenen Stadion ärgern. 56. Minute, Einwurf RWE, das machen sie schnell über Seidemann, über Mergel. Und dann hat Weinhauer ein bisschen Luft. Weinhauer! 1-0 RWE. Und dann war es doch passiert. Erik Weinhauer, erstes Saisontor, hat sich durch eine starke Wintervorbereitung in die Startelf gespielt. Aber es geht viel zu einfach aus Sicht des ZFC Meusewitz. Weinhauer hat hier die Ruhe weg, aber vorher aus einem Einwurf. Genau davor hat Weber und sein Trainerteam gewarnt vor diesen einfachen Situationen. Und jetzt klingelt's, Fietz ist dran, kann das Gegentor aber nicht verhindern. Nur 3 Minuten später. Nkoa wurschtet sich durch. Erfurt bleibt im Ballbesitz. Wieder Nkoa. Und dann geht's wieder schnell. Seidemann, Hairola. Seidemann. Immer noch Kai Seidemann. Ein Wahnsinn. In Berlin gegen Lichtenberg haben sie nach 0:1 in 4 Minuten das Spiel gedreht. Jetzt brauchen sie 3 Minuten für 2 Treffer gegen Meusewitz. Ein Flippertor, ein aus Sicht von Seidemann Treffer, ja, des Willens. Er bleibt drin, bekommt nochmal und nochmal die Chance und dann ist der Ball im Netz. Und jetzt wurde es natürlich brutal schwer für Meusewitz. Erfurt mit Rückenwind, mit viel Wucht, mit Hairola. Und Justin Fietz muss da alles reinlegen. Dieser Kopfball von Hairola wurde immer länger und länger. Aber Fietz wieder mit einem guten Tag. 74. Minute, Flückiger macht das Spiel schnell. Und Meusewitz völlig überrumpelt. Hairola auf dem Weg, frei vor Fietz und dann Reitel, der die Hände dort am Trikot hat, der leichte Zupfer und der war der letzte Mann. Und in der Konsequenz ist das dann eben rot für Fabian Reitel. Platzverweis für Meusewitz, die Gäste. Also jetzt auch noch in der letzten Viertelstunde zu 10, 0:2 hinten. Es kam immer dicker für das Team von Heiko Weber. Und Erfurt kam nochmal mit dem eingewechselten Tavares, machte ein richtig starkes Spiel.
trifft aber nur das Außennetz. Das war die letzte Chance in diesem Spiel. RWE Meusewitz 2:0. Dumme Gegentore, aber danach viel Positives für Heiko Weber und Meusewitz. Erfurt ohne großes Spektakel, aber auch das vielleicht ein neuer Entwicklungsschritt. Sie siegen trotzdem souverän. Und jetzt achten wir mal rechts auf die Nummer 19, auf Torschütze Kai Seidemann. Na, guckt der Trainer? Ja, er guckt. Ein Lächeln, ein paar warme Worte von Gerber. Rot-Weiß Erfurt wieder Tabellenführer mit einem Spiel weniger als der aktuelle zweite Chemnitz.